Hey ho Leute, willkommen zurück zu Super Smash Bros. For Wii U. Mit mir natürlich eurem einzigartigen PB-Style, den Styler aller Styler. Heute ist Samstag. Und was heißt das? Ja, es ist Zeit für Sandsack, Scheibenbomber und Multiman Melee. Da ich jetzt Scheibenbomber nicht so gern habe, mache ich jetzt ganz normal Multiman Melee, also Multi Smash oder Home Run Wettkampf. Und ich will ein paar Home Runs versuchen, ein paar Rekorde aufzustellen. Man kann auch das im Duo machen, aber ich will das mal im Single schaffen. Ich habe mit Ganondorf einen richtig hohen Rekord geschafft. Ich weiß nicht, ob es noch höher geht, aber ich denke schon, weil bestimmt haben viele irgendwie rausgefunden, Ganondorf macht irgendwie am meisten Schaden. Stimmt auch. Irgendwann werden wir zu Ganondorf kommen, aber noch nicht jetzt. Wir nehmen zuerst mal Mario, schreiben meinen Namen rein und machen ein bisschen Home Run Wettkampf. Wer wird heute den besten Rekord davon heimnehmen? Ja, mal schauen. Ich werde mehrere versuchen, wahrscheinlich brauchen für mehrere Charaktere. Aber ich muss mich auch wieder einkämpfen. Ach, das war Müll. Das war gar nix. Nee, das war gar nix. Bei Mario mein Bestes war ja irgendwas mit 600 noch was. Also das ist wirklich eine schwache Leistung. Ich kann es auch speichern, aber ich will einen neuen Rekord. Na. Ich denke immer, dass ich zu empfindlich schlage. Aber das tue ich ja nicht. Wieso landet er wieder so weit unten? Hä? Nee. Nein! Nein! Das war wirklich mies. Das war mies. Hä? ZL? ZR. Ja. Was war das? Nein. Hä? Wieso fliegt er so weit weg? Nein! Mich regt das so auf, dass ich genau da eigentlich hätte noch schlagen können. Aber nein, ich schlag ja in dem Moment nicht mehr. Na, ich bewege mich einfach in letzter Sekunde nicht mehr. Was geht ab mit mir? Habe ich gerade einen fetten Delay oder was ist mit mir los? Da, seht ihr, wie ich schleiche? Die Steuerung ist ja richtig empfindlich hier. Ach, egal. YOLO. Komm, 500 wird schon. Sag ich doch. Aber mies. Hä? Hier ist die Steuerung nicht so empfindlich wie auf dem 3DS. Und ich muss schnell mein Pad einstecken. Eine Sekunde. Sonst habe ich gleich ein Problem, wenn sich die Wii U ausschaltet. Ah, Heizung ist heiß. Heizung sehr heiß. Au. Heizung sehr heiß, ich verbrenne mich. Hilfe. Muss hier nicht unbedingt mit dem Pad spielen. Hauptsache das Pad ist angeschlossen an der Steckdose, damit es sich nicht ausschaltet, Leute. Und Entschuldigung, falls man mich wirklich nicht gehört hat. Es tut mir wirklich leid. Einen einzigen Versuch gebe ich noch für Mario, ansonsten war es das jetzt für ihn. Und er hat verkackt bei mir. Komm. Nee, das wird nicht mal annähernd so weit gehen wie vorhin. Ah, nee. Das ist nix, oder? Ja doch, minimal neuer Rekord. Und ich sag, danke Mario. So, es gibt jetzt einen Rekord von einem Charakter, ein absoluter Rekord und ein Gesamtrekord aller Kämpfer. Und das ist gut, dass sie hier das eingebaut haben, weil beim 3DS ist es so, dass man
das auch hatte, aber man musste außerhalb, also man sollte nicht im Homerun-Wettkampf sein, sondern nur auf der Fläche, dass man draufklicken kann, was ich relativ doof finde. Luigi, seine Angriffe sind, naja, sagen wir es mal so, speziell. Bei ihm sollte man einfach von Anfang an den Baseballschläger nehmen und einfach draufklatschen. Nicht dein Ernst, nee, das wird gar nichts. Das wird 300 höchstens haben. Okay, 400. Es geht besser. Das ist ja noch schlechter als vorher. Der fliegt gar nicht. Aber ich habe eine Trophäe dafür bekommen. Ist ja richtig kacke. Prinzenkrone habe ich bekommen. Yeah. Bereit, los. 5, 4, 3, 2, 1. Nee, das kann man hier vergessen. Was? Nee, ich hasse Luigi. Tut mir leid, ich hasse Luigi. Ja, ich gehe zurück zur Kämpferauswahl. Nee, Luigi ist Müll für mich. Anscheinend kann ich gar nicht irgendwie hier mit ihm umgehen. Ich muss schauen, was... Ich muss wirklich vergleichen, was meine Rekorde auf dem 3DS sind und was hier ist, weil dann früher... Na, ich hatte ja viele Videos gespeichert, aber die wurden ja nicht mehr übernommen wegen dem neuen Update. Mann, ich muss wirklich schauen, was ich so alles hatte. Und ob ich das irgendwie auf demselben Niveau hinbekommen kann oder nicht mehr. Und wenn, dann werde ich auf dem 3DS wieder trainieren, ein Video speichern, sodass ich ungefähr weiß, wie ich das hatte. Peach. Peach, du sollst aber... Nein, 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 nein. Ja, mach mal das Schwarze. Ah. Na toll, das ist ja Mist. Nein, warum? Das war so perfekt. Wieso? Oh, warum? Man kann auch natürlich besser machen. Und schneller. Und vor allem nicht so viel Aufwand. Ach. Okay, mal schauen, was wird. 500 knapp? Nein. Menno. Ich kann's besser mit Peach. Oh Mann, das war knapp. Nicht dein Ernst, nee. Mann, ich muss mich richtig konzentrieren. Oh, komm. Der ist schön geworden. 114%. Das ist schön. Oh, der ist wunderschön gewesen. Ein neuer Rekord, allgemeiner neuer Rekord. Das ist gut geworden, ja. Erziele mit Peach mindestens 320 Meter im Homerun-Wettkampf Solo. Wir haben das Titel vom Ending Super Mario World bekommen. Ja, abspielen. Hör nicht B. Ach so. Ja, gut. Bowser, du bist gut. Oh nein, ich habe keine Farbe ausgewählt. Nein, das ist so schlimm. Oh, das wäre so schön gewesen. Echt genial. Alter, 130%.
Das sind die, die immens viel Schaden machen können. Boah. Ja, neuer absoluter Rekord. Genial. Schon wieder. Earthbound. Haben wir ein Meisterwerk freigeschaltet. Okay, also passt es perfekt für die Sonntagsfolgen. Erziele mindestens 600 Meter im Homerun-Wettkampf. Haben wir geschafft. Cool. Du hast die Demo-Version des Klassikers Earthbound freigeschaltet. Spiele sie unter Meisterstücke. Ja, danke. Alter. Yoshi. Was wären bei Bowser eigentlich für Farben gewesen? Ja, ich hätte den wahrscheinlich genommen. Und ich nehme... Nein, nicht diesmal den lila Yoshi, sondern den schwarzen Yoshi. Ja, ich liebe den schwarzen Yoshi und den weißen Yoshi sehr. Bereit, los! 5, 4, 3, 2... Nein, wieso schlägst du schon, Yoshi? Das tut man nicht. Nein, Yoshi, mach doch nicht so einen Schmarrn mit mir. Yoshi, das tut man nicht. Na, das wird nix, nicht mal annähernd so gut, wie ich es haben wollte. Das schlägt nun einmal drauf. Mann, Yoshi, mach doch mal was Gescheites. Na, Yoshi, Mann, du regst mich so auf. Mano! Das ist ein Let's-Aggressionstraining eigentlich. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Let's-Aggressionstraining. Okay, 109% minus die paar Meter, wo ich früher angefangen habe. Ich komme knapp über 450. Mano! Ja. Yoshi hat wenigstens einen Rekord geschafft. Das ist gut. Rosalina und Luma hat den besten Tier, aber ob sich das jetzt lohnt, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, weil ich jetzt ein bisschen Multi-Smash machen will. 10er Smash. Wahrscheinlich haben sie hier das gepatcht. Man konnte ja mit Yoshi einen Gegner Yoshi so unendlich groß machen und ich will das ganz kurz mal antesten, ob man das machen kann. Das soll jetzt nicht irgendwie rekordmäßig irgendwie was sein, aber ich will es nur einmal kurz machen. Um zu wissen, ob das noch geht oder nicht. Auf dem 3DS haben sie es gepatcht. Kann sein, dass sie es hier vergessen haben. Aua. Und noch einer lebt. Genau, und jetzt kommt Yoshi. Wird der wirklich größer oder nicht? Der wird ja nicht größer. Menno, verpiss dich. Mann, Yoshi stirbt. Gut. Das hat mich sehr traurig gestimmt. Wir machen das jetzt einen Schnelldurchlauf. Ganz, ganz schnell. Yoshi, du machst sie alle fertig. Mach sie kaputt. Mann, mach hin! Boah, nicht dein Ernst. Ich musste bei irgendeinem sogar schaffen, dass ich ihn unter 10 Sekunden schaffe. Und das war, glaube ich, bei mir Meta Knight. Also wenn ich schaffe, dass ich das Video irgendwie hinbekomme, dann schaue ich, dass ich das irgendwie aufnehmen kann. Hoffentlich. Meister einen 10er Smash, habe ich geschafft. Meister einen 10er Smash innerhalb von 25 Sekunden, habe ich geschafft. Irgendwie sind die Bilder total schön, aber die werden wir uns ganz am Ende nochmal anschauen. Was war das jetzt für ein Lag? Wieder einmal. Wähle deinen Kämpfer. Ich habe meinen mit Meta Knight geschafft. Eigentlich hatte ich früher immer den hier beim Brawl, aber der schaut richtig geil aus, aber nee, wie ein weißer Ritter, genau. Bleiben wir bei Oldschool. Wenn ich das schaffe, dann wäre es geil. Bereit, los!
Nee, ich schaff das nicht unter 10 Sekunden. Boah, nochmal, bitte, bitte. Das kann doch nicht sein. Wenn man es richtig anstellt, dann kann man es locker schaffen. Ne, was ist jetzt? Oh, Leute. Ey, das gibt's doch nicht. Das Bild schaut geil aus, aber leider konnte ich es ja nicht speichern, weil keine SD-Karte eingesteckt ist. Bereit, los! Ey, das kotzt mich so an. Ja, dann eben so K.O. Ist egal. Mei, habe ich es halt nicht geschafft. Komischerweise. Vielleicht war es irgendwie ein Glückstreffer, dass alle gleichzeitig in der einen Richtung gekommen sind und immer bei mir gespawnt sind. Naja. Ich würde sagen, 10er Smash war's das. Ich will jetzt den Brutalo Smash mal versuchen. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft und nur die Besten überleben. Und ein Tipp. Wenn jemand wirklich ohne Konter das schaffen kann, mindestens 5 zu besiegen, der soll mir wirklich ein Beweisvideo damit senden in die Kommentare. Meinetwegen darf er auch sogar Werbung machen dafür. Ich will das sehen, dass jemand ohne Konter 5 Gegner besiegt. Das will ich wirklich sehen. Ohne Konter habe ich es selber nicht mal geschafft. Und ja, ich mag den Mac, wie er so ist. In seiner normalen Form. Hier mag ich... Das ist bei Mac eigentlich der einzige, den ich so mag. Los, Lil Mac. Ich habe mit Lil Mac 5 Gegner besiegen können. 5. Eigentlich ganz seit... Nein, ich sterbe. Das ist heftig. Das ist heftig. Mann, das ist wirklich heftig. Nein, 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 noch nicht K.O. Oh, komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Ich habe nur 2 besiegt gehabt, nur 2. Ja, aber ich will 5. 5. Mindestens 5. 7 wäre optimal, aber 5. Nein, ich bin gleich wieder draußen. Alter, unmöglich. Wenn einer wieder mit dem Schuss kommt. Boah, nee. Ich will das schaffen. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen fast forward mache, das ist mir relativ wurscht. Bin schon wieder gleich down. Ich bin raus. Wie? Ohne Konter und ohne Lil Mac schaffe ich das nicht. Also ich persönlich schaffe das nicht. Ich habe einmal einen mit K.O.-Schlag noch machen können, aber das kann ich gleich vergessen. Komm, komm, komm. Yes! So meine ich. Ich bin auch down. Aber es war es mir wert, den K.O. einzusetzen. Obwohl ich das nicht hätte machen sollen. Aber es war es mir wert. Jetzt habe ich auch 2 wirklich K.O. geschlagen. Einen ohne Konter sogar. Nein! Was? Nee, neu Start. Ich muss eigentlich sofort Pause drücken, sobald ich weiß, ich flieg raus. Damit nicht immer dieser Ladebildschirm kommt. Los.
Nein, ich bin raus. Das gibt's doch nicht. Nee, oder? Und dann werden 3 jetzt gestorben. 3. Wieder die 4. Okay. Ja. Nein, 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 noch nicht. Nein, jetzt habe ich 3. Wenigstens 3, aber... Das gefällt mir nicht. Ich will nicht 3. Komm. Ja, komm, komm, komm. Einfach weiter. Immer weiter, immer weiter. Oh, geil. Ich habe 4 besiegt. Das war es mir wert. 4. Also ich schaffe es von 2 auf 3 auf 4. Mann. Ich will aber noch 5. Oder zumindest 7. 7? 7 ist optimal. Wie gesagt, 7 ist optimal. Jetzt habe ich wieder die 4. Den 1. Nein, das hat mich K.O. gemacht. Okay, die getroffen. Nein! Oh, ich lebe noch. Nein! Goddammit! Ich vergesse immer, dass ich sofort getroffen werde und ich musste nach oben nochmal schlagen. Okay, die 4. Okay. Bis jetzt klappt's einwandfrei. Nein, 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 noch nicht. Bitte. Nein, 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 nein. 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 Mann. Leute, ich werde ein bisschen zuschneiden, aber das ist mir jetzt wert. Ich will mehr schaffen. Mehr. Mehr. Okay, der. Okay. Einer noch K.O.? Nein, der hat sogar noch überlebt! Ein K.O.-Angriff habe ich angewendet und der überlebt eiskalt. Was ist das für ein Mongo? Boah, heftig! Wenn ich eigentlich einmal den Trick raus habe, dann kann ich eigentlich... Nein! Jetzt bin ich gleich draußen. Nein! Jetzt bin ich raus. Wie ich eiskalt das überlebe. Oh, das konnte ich vergessen. Ich hatte über 100%, bitte. Mann. Bereit, los! Nein, ernsthaft? Ernsthaft? Ich habe 5 geschafft?
Das ist es mir wert. Ich habe 5 geschafft. Leute, ernsthaft, ich bin gefühlte 15 bis 20 Minuten jetzt da gesessen, habe einfach nur ganze Zeit gesagt, nee, das ist unmöglich, nee, ich schaff das nicht mehr, und ihr habt wahrscheinlich jetzt auch bemerkt in den letzten paar Sekunden, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, wollte wirklich jetzt gerade, das ist mein letzter Versuch, danach höre ich auf. 5 besiegt. Und ich habe einen neuen Gegner bekommen. Dakanto, echt jetzt? Jetzt in dem Moment mit Lil Mac? Oh nein! Das bin ich jetzt... Nee, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Besonders das jetzt vom Brutal doch. Komm! Hä, was ist das für eine Ebene? Das ist ein Baum. Komm! Nein! Yes! Nein! Komm, stirb endlich! Das gibt's doch nicht. Nein, 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 Little Mac! Nein! Nein, hör auf, bitte nicht. Nein, 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 hör auf. Mann, ich will das, Dakanto. Hör doch auf, mich die ganze Zeit zu werfen. Yes. Geschafft. Und mein Move noch am Ende vorgeführt. So. Das Dakanto habe ich freigeschaltet. Jawoll. Und wahrscheinlich ein Achievement. Erziele 1 K.O. oder mehr in einem einzigen Brutalo Smash Solo. Geschafft. Nur 1 K.O. musste ich machen. Beim 3DS war es so, ich musste 4 oder 5 K.O.s schaffen. Boah, heftig. Dakanto wurde freigeschaltet. Da kommt Retro-Laune auf. Wir haben die Stage von denen freigeschaltet. Das ist gut. Oh, Leute, jetzt gibt's für mich viel zu bearbeiten und viel zum Schneiden. Ich hoffe, ihr bewertet den Part, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, Brutalo Smash irgendwie noch auf 5 noch zu schaffen, extra für euch. Ja, gebt auch ein Like für Homerun, wenn ihr mehr Homerun sehen wollt. Schreibt einfach unter die Kommentare, was wollt ihr mehr sehen? Mehr Scheibenbomber, mehr Multismash, mehr Homerun-Wettkampf oder irgendwie so etwas? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, das wäre sehr interessant. Haut rein, meine lieben Styler und andere Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Morgen kommt ein kleines Let's Show zu einer Stage. Was für eine, werde ich aber noch nicht verraten. Ich werde ein kleines bisschen was erzählen, seit wann es die gibt, wie die Entwickler drauf gekommen sind und so. Ja, ich versuche ein paar Details auszugraben. Haut rein, meine lieben Styler. Bis zum nächsten Part. Tschüdelü.